Ich habe nichts gegen Juden. Ich meine, du brauchst nur aus dem Haus gehen, dann sind sie alle da. Die Muslime, die Zigeuner, die Asozialen. Überall. Ich meine, die können machen, was sie wollen. Aber wenn es um unser Überleben geht, um uns Deutsche, wir gegen die, da muss man einfach Grenzen ziehen. Da muss man doch was tun. Ich habe nichts dagegen getan. Als Deutschland Millionen Menschen in KZs ermordet hat, habe ich weggeschaut. Die Ruhe vor dem Sturm. Deutsches Reich 1933. Die Nationalsozialisten hatten gerade die Wahl gewonnen und rissen immer mehr Macht an sich. Die selbsternannten Arier machten Stimmung gegen Juden. Aus Nachbarn sollten Gegner werden. Also die Juden. Natürlich kenne ich Juden. Jeden Tag läufst du an 10 ihrer Geschäfte vorbei. Ich weiß, wie die Besitzer heißen. Ich weiß, wo die Juden wohnen. Und wo die Kinder zur Schule gehen. Bei Juden soll man nicht mehr einkaufen. Auf einmal. Natürlich ist es erstmal komisch. So richtig habe ich nicht kapiert, was das bringen soll. Aber dass du dann da trotzdem in den Laden reingehst, das kannst du gleich vergessen. Manche machen das. Schon. Aber ich als Frau, also da stehen so Schränke von der SA davor, die lassen mich einfach nicht durch. Und so wichtig ist es mir dann auch wieder nicht. Dann gehe ich halt 2 Straßen weiter in den anderen Laden. Es gab ja damals generell in Deutschland eine sehr große Obrigkeitshörigkeit, dass man also immer glaubte, das, was die da oben sagen, was ein mir Vorgesetzter macht, wird schon seine Richtigkeit haben. Und genauso war das mit dem Antisemitismus eben auch. Solange man eben selber nicht im Haus, in der Straße mit jüdischen Mitmenschen zu tun hatte, sondern man eben immer nur abstrakt von dieser Bedrohung durch das Judentum hörte, war es natürlich sehr einfach, das für bare Münze zu nehmen. Der Boykott funktionierte schlechter als geplant. Auch wenn das in den Nazi-Filmen anders aussieht. Dann werdet ihr zum besten Volke gehören. Himmel flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not. Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Oh. Ja, ja, ja. Führer, Hakenkreuz, ich weiß. Ich weiß, ja.
Aber 1933 war das ziemlich im Kommen. Das bisschen Geld in der Tasche ist jeden Tag weniger wert. Und da kommt jemand und sagt, wir können das Ruder rumreißen, wenn wir alle gemeinsam helfen. Ich meine, ich treffe da Leute, die sind wie ich, die denken wie ich und die wollen auch etwas erreichen. Und plötzlich gibt es wieder eine Richtung. Und unsere Röcke, die haben diesen Schlitz vorne. Meine Mutter findet, dass ich darin zu viel Bein zeige, aber die tragen alle. Also soll sie sich nicht so haben. Ich bin nur noch jung. Ich will Spaß haben. Es hat eine Faszination, sich eben einer Masse anzuschließen, wenn man auf der Gewinnerseite ist. Und das ist eben immer so ein Punkt, gerade für Leute, ob sie nun aus einem wirtschaftlich schlechten Umfeld gekommen sind. So der Punkt, hier ist eine Bewegung, hier kann ich Teil sein und das ist die Zukunft Deutschlands und da will ich nicht abseits stehen. Dabei sein. Beim Wir gegen die anderen. Schon für Zehnjährige haben die Nazis Parteiorganisationen erfunden. Ab 14 ging es für Jungs dann in die eigentliche Hitlerjugend HJ. Da gibt es eben dann in der Klasse plötzlich ein, zwei, drei Jugendliche, die in HJ-Uniform dort auflaufen. Und das sieht irgendwie markisch und schick aus. Und das Zeigen durch diese Uniform, durch diesen Dresscode, bin ich Teil einer Bewegung. Und diese Bewegung ist gerade das Modernste, was es gibt. Das fasziniert natürlich Jugendliche. Und dass gerade auch diese Zeltlager, die dann im Sommer angeboten wurden, wo eben viele tausend Kinder und Jugendliche hinfahren konnten. Das war gerade auch für Arbeiterjugendliche die einzige Möglichkeit, mal in so eine Art Urlaub zu fahren, weil ja sehr viele Arbeiterfamilien in ihrem ganzen Leben nie in den Urlaub fahren konnten, weil man dazu finanziell schlicht nicht in der Lage gewesen ist. Gerade für junge Frauen und Mädchen bedeutete die Hitlerjugend, dass Mädchen ebenso wie Jungen auch teilnehmen konnten an Aktivitäten, die sie eben tatsächlich aus dem Elternhaus oder aus familiären Verpflichtungen dann auch entfernten, weil es schlicht und ergreifend auch ein neues Angebot war, als junge Frau sich in etwas einzubringen, was kein familiärer Kontext ist. In den Herbstferien war ein großes Treffen in Köln. 40.000 BDM-Mädels und 20.000 Jungen von der HJ kamen hin. In einheitlicher Kleidung marschierten Jungen und Mädel an Baldur von Schirach vorbei. Da wäre ich gern dabei gewesen. Vielleicht darf ich nächstes Jahr einmal zu einem BDM-Treffen mit. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Ihr müsst friedfertig sein! Auch das war Propaganda. Auf dem Programm für die Jugend stand militärischer Drill und Rassenhass. Als auch noch die HJ-Pflicht wurde, standen fast alle hinter ihrem Führer. Einfach plötzlich überall. In jeder Zeitung, im Kino, überall Plakate. Und sie sehen einfach gut aus. Der wirkt einfach. Ja, natürlich ist er auch einer von diesen Politikern. Klar, aber der ist einfach irgendwie anders. Ehrlich gesagt, der ist schon toll. Na, jetzt nicht so als Mann oder so. Obwohl. Er.
egal wohin man sah. Das wirkte. Fast bei allen. Genauso viel, wie es fanatische Hitlerjungen, fanatische nationalsozialistische Jugendliche gegeben hat, genauso viel gab es auch Jugendliche, die für all diese Propaganda völlig immun gewesen sind, die sich dafür überhaupt nicht interessiert haben, die die Sache eher mit Befremden, sogar Ablehnung betrachtet haben. Und dazwischen gab es noch eine ganze Menge von Jugendlichen, die auf der einen Seite Mitglied der Hitlerjugend waren, die sich auch diese Propagandafilme angeguckt haben, aber nichtsdestotrotz können das auch Jugendliche gewesen sein, die sich für moderne amerikanische Tanzmusik interessiert haben, die geschrieben wurde von jüdischen Musikern oder von afroamerikanischen Musikern. Man kann durchaus von einem Massenphänomen sprechen und nicht nur einige wenige Personen und Gruppen, die quasi gegen den Strom geschwommen sind. Aber der Mainstream wurde immer stärker. Auf allen Kanälen lockte das große Wir. Jeder Einzelne für die Volksgemeinschaft. So ernst und doch so stark und groß stand er mit der erhobenen Rechten in seinem Auto. Bei diesem Anblick sind mir die Tränen gekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich ahnte doch, welch schönes Gefühl es ist, einem Führer unseres Volkes zu vertrauen. Ich glaube fast, es war der schönste, ergreifendste und gewaltigste Augenblick meines Lebens. Lange noch werde ich an diesen Tag denken. Meine deutsche Jugend, wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Der sagt, was alle denken. Der redet kein Politikerdeutsch. Der redet zu uns, in unserer Sprache. Der hält was von uns und der will was von uns. Eine Vision, eine richtige Bewegung. So sollten sie aussehen, die jungen Deutschen. Blond, gesund und stark. Die Nazis dachten sich Menschenrassen aus. Ganz oben volksdeutsche Arier. Ganz unten Juden. Sie sind hinterlistig, feige und grausam. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Die Nationalsozialisten haben 1933 sicher so etwas wie einen Nährboden vorgefunden von Ressentiments, von Alltagsantisemitismus. Was man sich wirklich ganz klar machen muss, ist, dass Rassenpolitik erklärte Staatspolitik war. Antisemitismus war sozusagen, wenn man so will, Lehrfach. In die Schule durften Juden auch nicht mehr. Genauso wenig wie arbeiten. Das Schikanieren wurde per Gesetz vorgeschrieben. Das ging schnell. Noch wenige Wochen zuvor gehörten sie wie jeder andere dazu. Jetzt waren sie nur noch die Juden. Der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes,
der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Man bekommt mit der nationalsozialistischen Idee ein geschlossenes Weltbild, wo nicht erforderlich ist, dass man sich darüber selber Gedanken macht. Man muss lediglich Teile oder auch dieses nationalsozialistische Weltbild im Ganzen attraktiv finden, sich damit in Teilen oder komplett identifizieren. Und damit ist quasi die eigene Denkleistung schon abgeschlossen. Ich habe überhaupt nichts gegen Juden. Die wohnen halt auch in der Stadt. Das muss man halt akzeptieren. Gut, geheiratet hätte ich jetzt keinen von denen. Die sind auch ganz anders als wir. Die können ja auch nichts dafür. Das ist ja alles rein biologisch, genetisch minderwertiger. Das steht auch alles in wissenschaftlichen Büchern. Das ist alles statistisch untersucht und belegt. Das siehst du denen auch schon an. Die haben sowas Verschlagenes. Ich finde eben, dass die sich hier nicht breit machen brauchen. Also unsere Arbeitsplätze wegnehmen oder so. Ja, die können ja gerne dort leben, wo sie herkommen. Da können sie auch wieder hin zurückgehen. Ja, wir haben hier unsere deutsche Kultur. Wer es sich leisten konnte, floh. Oft in die USA, nach Palästina oder Südamerika. Die anderen blieben und hofften auf Besserung. Die Hoffnung hielt nicht lange. Und noch dazu wurden die Opfer zu Tätern gemacht. Es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Der Nationalsozialismus baute ja auch auf gewissen Lügen auf. Wie zum Beispiel eben, dass die jüdische Bevölkerung Deutschlands bzw. das vermeintliche Weltjudentum am wirtschaftlichen Unglück Deutschlands schuld sei. Das ist ja eine Sache, die völlig aus der Luft gegriffen ist, die aber trotzdem Menschen gerne geglaubt haben, weil es für sie einen scheinbar einfachen Lösungsansatz bot. Das ist ein Punkt, der leider heute auch immer noch attraktiv ist. Lügenpresse! Lügenpresse! Dass eben die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dass sie daran schuld sind, dass eben der Hartz-IV-Empfänger nicht mehr Geld bekommt. Solche merkwürdigen Rechnungen, die da aufgemacht werden, haben aber das alle dasselbe Muster. Es geht um einen einfachen Lösungsansatz, um ein scheinbar billiges Argument, was so die eigene Lebenssituation erklärt, die mit der eigentlichen Wirklichkeit, mit der objektiven Wahrheit nichts zu tun hat. Ich will nicht sagen, dass ich rechtsradikal bin oder sonstiges, aber ich fürchte, dass ich meine Tochter noch nicht mehr auf den Spielplatz lassen kann. 70% kann man 80% sagen, sind doch keine Deutschen mehr. Das geht doch gegen jede deutsche Norm. Ich würde sagen, lass die Finger von denen. Die wollen eh nur deinen Körper. Sie verstehen es so fein, diese Juden, Frauen zu betören. Die sonst geldgierige Rasse verschwendet Unsummen an Frauenliebe und Zuneigung. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit. Sie haben eine andere Art, aufdringlich zu sein. Also ekeln tue ich mich nicht. Aber küssen würde ich keinen von denen. Die kommen hier zum Einbrechen, die kommen hier zum Klauen. Das sind Schmarotzer, sind das. Die auf unsere Kosten, auf arbeitende Menschen hier sich den Fetten machen wollen. Also was da dann passiert ist, das war, das ist da gibt's doch echt auch andere Möglichkeiten.
Aber so Gewalt, das ertrage ich einfach nicht. Ich kann da auch einfach nicht hinschauen, wenn da so Leute auf der Straße verprügelt werden. Aber ich meine, was willst du denn da machen? Was offenbar hervorragend funktioniert hat im Nationalsozialismus, ist eine tiefgreifende Entsolidarisierung der Gesellschaft gegenüber denen, die als Feinde stigmatisiert wurden und bezeichnet wurden. Von einer Verdrängung aus dem Wirtschaftsleben, aus dem öffentlichen Leben bis hin zur Vertreibung ist man schon einige Jahre gegangen, sozusagen, bis die ersten Deportationen einsetzen. Und zu dem Zeitpunkt gibt es eben bereits eine jahrelange Gewöhnung daran, das hinzunehmen. Das waren natürlich Sachen, die jeder Deutsche mitbekommen hat. Die Frage ist eben dann auch immer nur, inwieweit oder was haben dann die Deutschen für Schlüsse daraus gezogen? Oder es gab Leute, die haben das begrüßt, weil sie der Meinung waren, ja, das stimmt alles so, wie die Nationalsozialisten das sagen. Andere wiederum sagten sich, damit will ich alles nichts zu tun haben, so, das geht mich alles nichts an. Die also so einerseits durch die Nationalsozialisten eingeschüchtert waren, auf der anderen Seite sich aber auch selber keine politische Meinung bilden wollten. Das ist ein Problem, was man auch heutzutage hat in Städten, wo zum Beispiel ein Flüchtlingsheim in Brand gesteckt wird, wo man also im Vorfeld eine sehr kleine, radikale Minderheit hat, die sehr offensiv gegen Flüchtlinge vorgeht, wo es eine schweigende Mehrheit gibt, die dazu, aus welchen Gründen noch immer, sich nicht positionieren wollen, die sich ausschließlich darüber geärgert haben, ja, wieso wurden die Fensterscheiben kaputt gemacht? Ist doch schade um das Geld, was jetzt investiert werden muss. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Gewalttäter, die offenbar aus der rechtsextremistischen Szene kommen, haben vergangene Nacht 3 Menschen umgebracht. 6 Monate nach den Morden von Mölln sind jetzt in Solingen 5 Menschen umgebracht worden. Sie wurden das Opfer von ausländerfeindlichen Mordbrennern. Stein nimmt und schmeißt. Und der Tiefel hat auf Deutschland kein Polizisten, aber ein von den Asylanten. Ich würde noch mithelfen. Angriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerberheime in Deutschland haben deutlich zugenommen. Deutschland und Deutschen! Ausländer! Aus! Heil euch! Am 9. November 1938 brannten im gesamten Deutschen Reich Synagogen und jüdische Gebetshäuser. Zusammen mehr als 1400. Geplant von ganz oben. Es war eine staatliche Gewaltaktion, die vor nichts und niemandem Halt machte. Gelöscht wurden in dieser Nacht nur die Gebäude neben den Synagogen. Und für viele Zuschauer bot sich eine gute Gelegenheit zum Plündern. Da sagen die, das sei ein Volksaufstand gegen die Juden gewesen. Aber das weiß doch jeder. Das waren wir nicht. Das war die Partei. Die SA, die Polizei. Aber nicht wir, das Volk. Wir haben doch nur zugeschaut. September 39, der Überfall auf Polen. Was wie reine Selbstverteidigung aussehen sollte, war von langer Hand geplant. Auch der Jubel. Selbst die Kinder mussten Krieg spielen. Das Freizeitprogramm für Jungs, die Soldaten werden sollten. Da muss das deutsche Junge der Zukunft
lang und rank sein. Blink wie Windhunde, hell wie Leder und hart wie Kruppstahl. Im Regiment Großdeutschland setzt sich eine Kompanie vollständig aus Führern der Jugend zusammen. Hier ein Obergefolgschaftsführer aus Köln, ein Jungstammführer aus Westfalen, der Zugführer, Bandführer aus Mosenland, sein Feldwebel, Bandführer im Gebiet Nordsee. Als der Plan vom Blitzkrieg noch aufging, besetzte die Wehrmacht Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Teile Frankreichs. Zu Hause liefen die Vorbereitungen für die Deportationen der Juden. Abgestempelt, schnell zu erkennen, mit dem Stern. Kurz danach gingen die ersten Transporte in den Osten. Also da vergibt halt der Staat alles neu. Die ganzen leerstehenden Läden und Wohnungen, da hast du gar kein Mitspracherecht. So als normaler Bürger. Die machen das einfach. Und da kannst du halt die ganzen Möbel, Kleider und Wertsachen kaufen. Und das mache ich auch. Da bin ich ganz realistisch. So günstig bekommst du nirgends so gute Schuhe und Kleider. Nach dem Westen geriet auch Osteuropa in Nazi-Hand. In den Osten ging auch der Großteil der Deportationen. Weit weg von Deutschland, aber deswegen nicht unsichtbar. Judenverfolgung hat funktioniert, und zwar offensichtlich, weil sehr viele mitgemacht haben und weil sehr viele weggeschaut haben. Denn vieles war sichtbar, vieles war im öffentlichen Raum sichtbar. Die Deportationen waren sichtbar, die Züge waren sichtbar. Viele wurden als erstes in Ghettos verschleppt. Ganze Stadtviertel verwandelt zum Gefängnis. Für die Nazis Judenreservate. Allein im Warschauer Ghetto waren fast 500.000 Menschen eingesperrt. Bis zu 15 Menschen lebten in einem Raum. Jeder sollte nur 200 Kalorien am Tag zu essen bekommen. Und ein Filmteam der Nazis setzte das Elend noch in Szene. Auch wenn viele Details erst Jahrzehnte später bestätigt werden, schon damals konnte jeder Bescheid wissen, der Bescheid wissen wollte. Wo die Juden hingekommen sind, als sie weg waren. Ja, da redet man natürlich drüber. Jeder weiß das mit den Transporten in den Osten. Und dass da keiner wiederkommt. Aber wie es da genau zugeht. Also was mit denen da geschieht. Was mit denen geschah? Mit 11 Millionen Menschen geschah die Endlösung der Judenfrage. Nach dem Masterplan von Bürokraten und SS sollten alle europäischen Juden in Lager nach Osteuropa. Alle. Die bisherigen Konzentrationslager reichten den Nazis nicht mehr. Sie bauten die regelrechten Tötungsfabriken. Auschwitz, Treblinka. Für zu Hause wurde eine heile Lagerwelt inszeniert. Der Feierabend ist hier die richtige Zeit des privaten Lebens. Vor und in den Wohnungen wird noch geplaudert, gelesen oder gespielt.
was sie uns erzählt haben. Die haben uns gesagt, denen geht's gut. Ja. Wem sollten wir denn glauben? Die haben uns das doch gezeigt. Ja, ist doch wahr. Die Frage ist dabei immer, hat man das geglaubt oder hat man das nicht geglaubt? Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist eine dieser Tragiken des Nationalsozialismus, dass so dieser Holocaust sowohl während er lief, für viele Menschen unvorstellbar war und auch 80 Jahre später für uns immer noch ein völlig unvorstellbares Ereignis ist. In Russland das Gegenteil von Blitzkrieg. Die Schlacht von Stalingrad brachte nur Verlierer hervor. Auf beiden Seiten starben über 600.000 Menschen. Das Zuhause in Deutschland wurde zur Heimatfront. Auch die Frauen machten jetzt alles für den Krieg, schufteten in Rüstungsindustrie und Landwirtschaft. Sie waren die Heldinnen der Nazi-Filme. Durchhalten und lächeln. Koste es, was es wolle. Im BDM-Dienst, da wurde der Feldzug gerechtfertigt. Da wurden eben so Sätze gelernt wie der Führer will den Frieden oder wir müssen uns verteidigen. Und das ist sozusagen ein direkter Ausdruck von dem, was ein Mädchen hören konnte in der Zeit. Wenn sie nicht selber, aus welchem Grund auch immer, Anlass hatte, das zu hinterfragen. Sie hinterfragte. Sophie Scholl. Studentin, als Jugendliche selbst begeistert beim BDM gewesen. Mit ihrem Bruder und Freunden rief sie zum Protest gegen Hitler auf. Als weiße Rose machte ein kleines Grüppchen Studenten tatsächlich, was sich sonst fast niemand traute. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen der deutschen Jugend fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen, zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat. Gegen die Bomben der Alliierten kam das Märchen vom Endsieg nicht an. Der Traum von der starken Nation wurde zum Albtraum von Hunger und Tod. Wer das tausendjährige Reich predigt, akzeptiert keinen Waffenstillstand. Im Gegenteil. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Billigt ihr die radikalsten Maßnahmen gegen einen kleinen Kreis
von Drückeberger und Schiebern. Die wieder im Kriege Frieden spielen wollen. Seid ihr damit einverstanden, dass wer sich am Kriege vergeht, den Kopf verliert? Also die, nennen wir es mal, die Tragik des deutschen Widerstandes ist ja seit eher, dass eigentlich alle Sachen, die versucht wurden, seien das jetzt die Flugblätter der Weißen Rose oder das Stauffenberg-Attentat auf Hitler, dass sie alle vergebens gewesen sind. Nur 4 Tage nach Goebbels Rede wurden Sophie Scholl und die anderen von der Weißen Rose geköpft. Verrat! Das ist es, was sie getan haben! Nicht alles umsonst gewesen sein. Unser Leiden, der Fleiß, die Arbeit. Alles für unser Land. Dafür haben wir doch alles getan, dass es so bleibt. Endlich kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Im Krieg für oder gegen das Nazi-Regime starben mehr als 60 Millionen Menschen. Was bleibt? Ein Trauma bis heute. Für 300.000 Befreite begann ein zweites Leben. Aber die deutsche Tötungsmaschinerie ließ sich nicht abhaken. Auch nicht von den vielen Helfern des Nazi-Regimes. Jetzt hatten die Alliierten das Sagen. Sie nahmen den Kampf gegen den Nationalsozialismus in den Köpfen auf. Auf Anweisung der Militärregierung versammelt sich die Menge auf dem Marktplatz, um die alliierte Bekanntmachung bezüglich der Auflösung der Nationalsozialistischen Partei zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das Ende der Nazi-Herrschaft, ihre Gesetze und Einrichtungen. Das ist das Ende des deutschen Militarismus. Waffen aller Art, Pistolen, Degen, Dolche, Säbel müssen abgeliefert werden. Bei den Nürnberger Prozessen mussten sich knapp 200 aus der Nazi-Führungsriege verantworten. 200 von 65 Millionen. Alle konnte man nicht verurteilen. Die meisten NSDAP-Mitglieder wurden offiziell als Mitläufer eingestuft. Ein paar Auflagen und dann gab es die Entnazifizierungsurkunde. Entlastung auf dem Papier. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuld. Ich habe doch nur getan, was alle getan haben.
warum diese Schuldfrage auch heute immer noch aufgeworfen wird, ist, dass sie eben in der Nachkriegszeit nie wirklich aufgearbeitet wurde. Dass sehr viele Deutsche so dieses Angebot dankbar angenommen haben, zu sagen, ich habe ja von all dem nie was gewusst und man musste ja immer mitmachen. Und das auch heutzutage möchten eben viele Leute gerne den Nationalsozialismus als das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte verdrängen, weil es sie stört in ihrem abstrakten Nationalstolz und weil sie aus irgendeinem Grunde der Meinung sind, das hätte sich alles irgendwie schon erledigt. Alles sozusagen die Schwere der Fakten, die geschaffen wurden im Nationalsozialismus, so stark, dass eine Auseinandersetzung damit gewissermaßen selbst dann besteht, wenn man die Auseinandersetzung verweigert. Man glaubt heute, wenn man über Dinge hört, das kann ja gar nicht gewesen sein. Das ist ja völlig unvorstellbar, dass Menschen solche Dinge getan haben. Und da es aber passiert ist, sollte man auch immer wieder darüber sprechen. Als Deutschland Millionen Menschen in KZs ermordet hat, habe ich weggeschaut.